Aber nun zu unserem ersten Thema, Karl de Decius und Lodge. Dafür haben wir zwei Experten eingeladen. Zum einen Professor Hans-Jürgen Bömmelburg. Er ist Osteuropa-Historiker an der Universität in Gießen, ist Spezialist für deutsch-polnische Beziehungen vom 15. bis ins 20. Jahrhundert und er ist ein Spezialist über die Stadt Lodz im Zweiten Weltkrieg. Er hat eine Publikation herausgegeben mit Dokumenten von Bewohnern von Lodz während des Zweiten Weltkriegs und ich hoffe, ich darf es auch verraten. Er arbeitet seit längerem an einer Geschichte der Stadt Lodz, die vielleicht noch in diesem Jahr erscheinen wird. Herzlich willkommen, Hans-Jürgen Bömmelburg. Er wird nach seinem Vortrag, Professor Schuh einen kurzen Kommentar zu diesem Vortrag Ihnen vortragen. Herr Professor Schuh hat sich sehr intensiv über Lodz im Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Er hat dabei auch immer wieder über Karl de Decius geschrieben. Er gehört zu den wenigen Wissenschaftlern, die bei seiner Beschäftigung mit Karl de Decius eben auch kritische Fragen an das, was wir aus Selbstzeugnissen von Karl de Decius kennen, in seinen Beiträgen angesprochen hat. Aber zunächst hören wir den Beitrag von Hans-Jürgen Bömmelburg. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Viele Grüße auch von meiner Seite. Karl de Decius hat in Lodz die ersten 20 Jahre seines Lebens verbracht. Er ist später nur noch zu Besuchen in seine Heimatstadt zurückgekehrt. Jedoch trägt seine Autobiografie den Titel Ein Europäer aus Lodz. Und er schlägt in ihr den Bogen von einer Jugend in der multikulturellen und vielsprachigen Industriestadt zu dem sich allmählich öffnenden Lodz der 1990er und 2000er Jahre. De Decius hat sich in der Öffentlichkeit wiederholt auf Lodz berufen und die Stadt so in Deutschland auf die geistige Landkarte zurückgebracht. Grund genug, sein komplexes Verhältnis zu seiner Heimatstadt zu leuchten. De Decius stammte aus einer Familie von Wirtschaftsmigranten. Die böhmisch-schlesisch-schwäbischen Eltern kamen wie Zehntausende auf der Suche nach einer Berufsperspektive aus einem Dorf bei Selluf vor dem Ersten Weltkrieg nach Lodz. Dem Vater Gustav, für den Sohn die zentrale Bezugsperson, gelang ein sozialer Aufstieg in der polnischen Polizei. Die Familie konnte sich deshalb nach Mietswohnungen in der Wutschańska und der Przenzalniana in Staroroczice ein Haus in der Ulica Emerytalna erbauen lassen und den Gymnasialbesuch des Sohnes auf dem Zimowski- und dem Jeromski-Gymnasium, das heißt den besten und durchaus elitären polnischen Gymnasien der Stadt finanzieren. Mit der Tätigkeit des Vaters im Staatsdienst war auch die damals geforderte Einstellung einer Überparteilichkeit und eines sich Fernhaltens von politischen Parteien verbunden. Die Familie besuchte, auf Wunsch der Mutter, zwar die deutschsprachigen Gottesdienste in der Johanneskirche, Karl de Decius wurde aber, wohl auf Wunsch seines Vaters, in der übergemeindlichen evangelisch-polnischen Pfarrei durch den Pfarrer Karol Kotula in polnischer Sprache konfirmiert. Der Schulbesuch prägte de Decius. In einem durchaus bekenntnishaften Brief an Julian Przybosz, in dem er auf eine zunächst ausgesprochene Einreiseverweigerung der Volksrepublik Polen im Jahre 1963 durchaus emotional reagierte, formulierte er, ich zitiere,
Ich bin rettungslos abhängig von dem, was mir in der polnischen Schule vermittelt wurde. Humanismus, Sachlichkeit und Gerechtigkeit. Deshalb halte ich mich von jeder Organisation fern. Ende des Zitats. Andreas Lavati, herzlichen Dank für den Hinweis auf diesen Brief. Dieser Gestus der Politikferne und Überparteilichkeit pflegte Dedecius sein Leben lang zu begleiten. In seinen Erinnerungen stilisiert er sich als Außenseiter fern aller Politik oder nationaler Parteinahmen. Dafür gab es gute Gründe, denn in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre erschütterten Konflikte auch durchaus zwischen Jugendlichen die Großstadt Lodz, etwa zwischen den durch ihre Schuluniform als deutsch oder polnisch kenntlichen Jugendgruppen. Andrzej Braun, 2 Jahre jünger als Dedecius und ebenfalls Schüler des Jeromski-Gymnasiums, beschreibt diese Konflikte in seiner autobiografischen Erzählung Hunsfeld, Pschepolle, dessen Titel an einen sagenumwobenen, aber erfundenen deutsch-polnischen Konflikt im Mittelalter anknüpft. Polnische Jugendliche entdecken im städtischen Umfeld in unbekannten, aber angeblich deutschen Jugendlichen ihren Gegner und tragen mit diesen Prügeleien und Revierkämpfe aus. Braun beschreibt anschließend seinen Besuch des Jeromski-Gymnasiums und seine frühe Faszination für die deutsche Sprache, schildert dann die Nationalisierung, die 1938-39 in Rivalität zwischen polnischen Gymnasiasten und den deutschen Gymnasiasten umschlug und sich in von der Polizei beobachtete, aber ungeahndete Steinwürfe gegen das deutsche Gymnasium auswuchs. Umgekehrt berichten deutsche Gymnasiasten von Prügeleien mit polnischen Schülern. Erinnerungen sprechen von einem, Zitat, politischen Druck, der Formen öffentlichen Terrors angenommen habe. Ein dezidiertes Unparteiischsein, eine Verweigerung nationaler Zuordnungen, war in dieser Atmosphäre eine Strategie, Konflikten zu entgehen. Diese Strategie wurde von erheblichen Teilen des Lodzer Wirtschaftsbürgertums, von Beamten und städtischen Angestellten mit deutschen Wurzeln verfolgt. Denn sie bot Schutz vor öffentlichen, offenen Konflikten, die mit Vermögensverlust, Entlassungen und einem Karriereknick enden konnten. Karl Dedecius war lebenslang durch seine Kriegserfahrungen geprägt. Die Autobiografie setzt mit Robert Musils Tagebüchern aus dem Ersten Weltkrieg ein. Ich zitiere: Ende Juli, eine Fliege stirbt. Weltkrieg. Das Grammophon hat sich schon durch viele Abendstunden gearbeitet. Rosa, wir fahren nach Lodz, Lodz, Lodz. Tatsächlich geriet die Familie mit dem Zweiten Weltkrieg und der raschen Eroberung der Stadt durch deutsche Truppen in eine schwierige Situation, in der Überparteilichkeit keine Option mehr darstellte. Karl hatte noch Glück, denn er war 1939 nach dem Abitur beim polnischen Arbeitsdienst tätig und kehrte erst im Oktober 1939 in die Stadt zurück. Hier stand er nun mit seiner Familie vor der Option, offen als Deutscher aufzutreten und die deutsche Volksliste zu unterzeichnen oder dies abzulehnen und sich Verhaftung, Verfolgung und Deportation auszusetzen. Die Familie entschied sich für die Unterzeichnung der deutschen Volksliste. Vater Gustav war nun Beamter der deutschen Kriminalpolizei. Sohn Karl begann eine Ausbildung als Verwaltungsinspektorenanwärter in Lodz, das im April 1940 in Litzmannstadt umbenannt wurde. Sie sehen hier auf dieser Folie eine Karte eines deutschen Stadtplans aus dem Zweiten Weltkrieg mit dem Süden von Litzmannstadt, wo auch das Haus der Familie Dedecius lag. 1939-40 lernte Karl Dedecius seine zukünftige Ehefrau Elvira Roth, Schülerin des deutschen Gymnasiums, kennen. Elvira Roth arbeitete im Krieg als Schreibkraft am Litzmannstädter Polizeipräsidium. In den Erinnerungen von Dedecius wird dieser Prozess des Deutschwerdens nicht klar benannt.
Sichtbar wird jedoch das allmähliche Verschwinden der polnischen Schulfreunde, die teilweise ins Generalgouvernement deportiert werden, im Untergrund ohne festen Wohnsitz leben und aus dem Gesichtsfeld verschwinden. Jüdische Lodger, immerhin ein Drittel der Stadtbevölkerung, zählten wohl nicht zu den Bekannten oder Freunden der Familie. Auch das in den 1930er Jahren eine nicht seltene Konstellation unter der Lodger christlichen Bevölkerung. Jerzy Groman, ein Jahr jünger als Didetius und Schüler des Jeromski-Gymnasiums, berichtete, Zitat, bei mir zu Hause wurden Juden grundsätzlich nicht empfangen. Nicht deshalb, weil es ihnen gegenüber Vorbehalte gegeben hätte, aber es war einfach nicht die gemeinsame Welt. Ende des Zitats. Stattdessen tauchen in Didetius' Autobiografie nun 1939-40 als neue Bekannte die Absolventen des Lodzer Deutschen Gymnasiums auf. Zitat, sie wuchsen wie wir alle volksdeutsch, nicht nationaldeutsch auf. Ende des Zitats. Didetius pflegte mit diesem Milieu, das später die Lodzer Vertriebenen bildete, seit 1940 engere Kontakte. Über die Tätigkeit von Gustav Didetius bei der Polizei in Letzmannstadt ist wenig bekannt. Nach Auskunft des Sohnes sortierte er Akten und Post und übersetzte, wo nötig. Nur dies? Das ist unbekannt, aber schwer vorstellbar. Als Beamter der Kriminalpolizei wird Didetius Senior in schwierige Situationen gekommen sein, in denen deutsche Täterschaft kaum zu vermeiden war. Er war übrigens kein Einzelfall. Bei der Lodger Kripo waren im Krieg ca. 2 Dutzend Polizisten aus dem polnischen Vorkriegsdienst beschäftigt. In Prozessen nach 1945, etwa gegen Stanisław Weyer, argumentierte die polnische Verteidigung ähnlich wie Karl Didetius nach 2000. Gustav Didetius wurde 1945 in seinem Haus ermordet. Der Sohn erfuhr davon im sowjetischen Lager erst 1947. In seinen Erinnerungen formulierte er noch 2006, der Täter sei unbekannt. Tatsächlich wusste er damals seit längerem, dass der Täter ein Nachbar gewesen war, der in der gleichen Straße gewohnt hatte. Didetius untersagte jedoch eine Publikation dieses Sachverhalts zu Lebzeiten. Erst nach seinem Tode wurde dies 2016 bekannt. Karl Didetius war 1941 in die Wehrmacht eingezogen worden und geriet im Februar 1943 im Kessel von Stalingrad in sowjetische Kriegsgefangenschaft, aus der er erst Ende 1949 in die neu gegründete DDR entlassen wurde. Eine Entlassung nach Polen wäre wohl früher möglich gewesen, aber Didetius wollte dies nicht und argumentierte in seinen Erinnerungen wie folgt. Ich zitiere, man kann seine Staatsbürgerschaft wechseln, aber nicht seine Eltern, seine Volkszugehörigkeit, seine Erziehung, seinen Glauben. Ich wollte das mir vom Krieg auferlegte Schicksal mit allen Konsequenzen tragen, wie die anderen Deutschen auch. Ende des Zitats. Diese Argumentation ist im ersten Teil wenig überzeugend. Didetius selbst war in einer polnischen Pfarrei konfirmiert worden, seine Erziehung war eben nicht deutsch gewesen. Von Volkszugehörigkeit kann man erst ab 1939 sprechen. Hätte sich Didetius für Polen entschieden, hätte ihn ein Prozess erwartet. Lodzer, die als Deutsche in der Wehrmacht dienten, wurden in Prozessen in der Regel zu Haftstrafen von 6 Monaten oder 1 Jahr verurteilt, das Eigentum konfisziert. Ob Didetius in Lodz hätte bleiben können, das heißt in einem Rehabilitationsprozess positiv beurteilt worden wäre, ist unklar. Didetius kam in die DDR und floh 1952 nach Westdeutschland. Dort behinderten ihn sein östlicher Akzent und ein manchmal fehlender Wortschatz. In seinen Erinnerungen bemerkte er, dass er Bäume, Kräuter, Bauten nur auf Polnisch benennen konnte, kommentierte, Zitat, Mehrsprachigkeit ist nicht nur ein Reichtum. In mancher Hinsicht ist sie ein Hemmnis, ein Manko, ein Fluch. Ende des Zitats. In den 1950er Jahren
begann er aus einem inneren Antrieb. Im Brief an Przybosz 1963 spricht er von seinem privaten Projekt der Wiedergutmachung, polnische Literatur ins Deutsche zu übersetzen. Frühe Texte zeugen von diesem Projekt. In seiner ersten 1959 publizierte Anthologie Lektion der Stille, mit der er in der Bundesrepublik bekannt wurde, platzierte er Jerzy Walenczyks Gedicht an einen unbekannten Deutschen im Westen. Der Lodger Walenczyk wendet sich in der Übersetzung von Dedecius an einen fernen Bruder, Freund und beschwört diesen: Glaub ihnen nicht, wenn sie dir von mir sagen, er ist dein Feind, in den Boden mit ihm, damit das neue Europa keime. Der du mein ferner Bruder bist, Freund, mit fremdem Namen, unbekannten Zügen. Ende des Zitats. Die Übersetzungsforschung hat herausgearbeitet, dass der Übersetzer Dedecius hier erhebliche Veränderungen vornahm. Er formulierte: Es ist die Stunde der Reue für Gesten ohne Gefühl, für Kraft ohne Mitleid, für Jahre ohne Grün. Stunde der Reue, die lauert unter Verlorenen in endloser Aussicht. Dabei ist im Original noch von der Stunde der Vergeltung der Schauenden die Rede. Dedecius zitierte Walenczyks Gedicht noch in seinen Erinnerungen vollständig, wahrscheinlich, weil er sich selbst noch nach einem halben Jahrhundert angesprochen fühlte. 1959 reiste er erstmals in die Volksrepublik Polen. In Warschau und Krakau freundete er sich unter anderem mit Stanisław Jerzy-Lec, Mieczysław Jastrun und Julian Przybosz. Letztere hatten einen Lodzer Lebensabschnitt in ihrer Biografie an. Dabei verheimlichte er seine Herkunft nicht. Bei einer Warschauer Lesung in den 1960er Jahren stellte er sich als Lodzer Deutscher und ehemaliger Wehrmachtssoldat vor. Dies führte wahrscheinlich dazu, dass ihm 1963 zunächst eine Einreisegenehmigung verweigert wurde, was Dedecius in eine Depression stürzte. In dem erwähnten Bekenntnisbrief an Julian Przybosz legte er seine Biografie offen und bemerkte ironisch: Die Tatsache, dass ich in Lodz als Deutscher geboren bin, wurde, ist wohl in der marxistischen Ideologie nicht grundsätzlich strafwürdig. Da kann niemand etwas dafür. Bei seinen zahlreichen Besuchen in Polen kam Dedecius erstmals im November 1963 wieder nach Lodz. Selbst äußerte er sich dazu 1999, Zitat: Mit Lodzer Schriftstellern hatte ich keine besonderen Kontakte. Ich war in den 1960er und 70er Jahren in Polen nur kurz, ein oder zwei Tage. In Lodz begrüßte mich während meines ersten Aufenthalts Jan Koprowski, damals Vorsitzender der dortigen Abteilung des Verbandes polnischer Schriftsteller. Er war so ein dienstlicher Contactman. Zwischen uns kam es nicht zu einer tieferen Freundschaft. Ich traf damals in Warschau und Krakau die wirklichen polnischen Schriftsteller. Auch deshalb gelangte ich nicht zu anderen Dichtern in Lodz. Diese suchten mich übrigens auch nicht. Ende des Zitats. Die Kontakte zwischen Dedecius und polnischen Intellektuellen wurden vom polnischen Sicherheitsdienst 1963 intensiv verfolgt. Telefonate abgehört, Schulkollegen zu Aussagen genötigt, Nachforschungen angestellt. Krzysztof Kuczynski publizierte 2013 auf einer Basis von IPN-Materialien die Dokumente. Darunter auch Berichte an den Sicherheitsdienst von Schulkameraden. Dedecius wusste dies wahrscheinlich. Ein weiteres Argument, die eigene unpolitische Haltung zu bekräftigen und keinen intensiven Kontakt Richtung Lodz zu suchen. Erst mit der Ehrenpromotion an der Universität Lodz 1990 und der Wahl zum Ehrenbürger der Stadt 1992 fielen diese Barrieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Hans-Jürgen. Wir bitten nun Professor Chu um einen kurzen Kommentar zu diesem Vortrag. Okay, ja. Vielen Dank an die Organisatoren dieser Veranstaltung und an Herrn Böhmeburg für seine Einsichten in das Leben von Karl Dedecius und sein Verhältnis zu Lodz.
Ich halte meinen Kommentar knapp, da wir bestimmt eine lebendige Diskussion haben werden. Ich arbeite schon seit mehreren Jahren zu Dedecius, aber ständig muss ich mich fragen, können wir eine Geschichte seines Lebens in Lodge schreiben? Da wir uns oft nur auf seine Interviews und publizierten Werke verlassen können und die Aktenlage eher dürftig ist, ist es vielleicht einfacher, über seine Selbstinszenierung zu sprechen. Hier müssen wir vorsichtig sein und Dedecius nicht als eine außergewöhnliche Persönlichkeit zu betrachten, sondern als jemanden, der typisch für seine Zeit war. Das heißt, wir müssen Dedecius dekonstruieren einerseits und vor allem kontextualisieren andererseits. Herr Böhmerburg deutet an, dass Dedecius sich in seiner Jugend aus dem nationalen Spannungsfeld heraushielt und unpolitisch blieb. Ich würde hier aber darauf hinweisen, dass diese Haltung selbst eine politische Entscheidung war, wie die neuesten historiografischen Ansätze zum Thema nationaler Indifferenz gezeigt haben. In dieser Hinsicht offenbart sich ein Widerspruch. Einerseits sei Dedecius unpolitisch gewesen, andererseits sei er immer ein Deutscher gewesen. In seinem Selbstverständnis ist Dedecius als Deutscher geboren und er blieb durch und durch deutsch. Er war nie ein Pole oder etwas dazwischen oder gar Hybrid, obwohl er in den 1990er und 2000er Jahren in der Presse oft als deutscher Mensch zelebriert wurde, war ihm selbst dieser Begriff von Lokalpatriotismus und Multikulturalität irgendwie fremd. Er hat diesen Terminus als Eigenbezeichnung nie benutzt. Wie der Titel seiner Autobiografie andeutet, hat er die Bezeichnung Europäer bevorzugt. Und europäisch hieß für ihn keine, ich zitiere hier, Multikulti-Politik und Mischmasch-Kultur, sondern ein Europa, das auf klar getrennten Nationen basiert. Deswegen ist es wichtig zu zeigen, wie Böhmerburg das tut, wie Dedecius aus einem polnischen Umfeld heraus zu einem Volksdeutschen bzw. Deutschen während des Krieges wurde. In meinen eigenen Arbeiten zu seinem Leben habe ich sein kompliziertes Verhältnis zu Volksdeutschen, zur Heimatfront und zu Stalingrad beschrieben, auf das ich hier allerdings nicht näher eingehen kann. Gleichzeitig sollten wir versuchen zu verstehen, wieso er nach dem Krieg so hartnäckig darauf bestanden hat, dass er seit jeher Deutscher war. Einerseits ist das nachvollziehbar, weil viele Menschen wie er aus den Ostgebieten im Nachkriegsdeutschland Fuß fassen wollten. Hier heißt es also, wir müssen Dedecius sowohl in die Geschichte der NS-Germanisierungspolitik als auch der Vertriebenenpolitik der Bundesrepublik stärker einbinden. Andererseits vermute ich, dass die Selbstschilderung als Urdeutscher zu seiner späteren Tätigkeit als Übersetzer passt. Er war der Deutsche, der polnische Werke einem deutschen Publikum nahebringt. Als der berühmte Brückenbauer und Fährmann zwischen Deutschland und Polen brauchte Dedecius feste nationale Ufer. Noch an anderer Stelle passt sein eigenes Narrativ nicht zur gängigen Historiografie der NS-Besatzung in Polen. Wie Herr Böhmerburg richtig beschreibt, hat Karl Dedecius einen einseitigen und verklärten Blick auf seinen Vater und daher auf dessen Tätigkeit in der Kriminalpolizei. Ich kann nur zustimmen, dass wir wenig über Gustav Dedecius' Arbeit als Angestellter in der Kripo wissen und die Aktenlage hier äußerst dünn ist. Aber sogar Übersetzungsarbeiten für die deutschen Besatzer hatten fatale Folgen für Polen und Juden. Dedecius wollte aber hier nicht nachhaken, da er das Bild von seinem Vater schützen wollte. Das Todesdatum seines Vaters, das er oft als März 1945 oder später angab, ist vielleicht nicht schlüssig. Wahrscheinlicher ist, dass der Vater schon zur Zeit des Einmarsches der sowjetischen Truppen im Januar 1945 starb, wie Krzysztof Kuczynski in Czarodziejczy Darmstadt notiert. Dedecius' Behauptung, dass sein Vater Opfer eines Raubzugs geworden ist, klammert die Möglichkeit aus, dass er eventuell aus Rache wegen seiner Tätigkeit als Kripo-Angestellter getötet worden ist.
Dass Decius den Mörder posthum als ehemaligen Nachbarn enthüllt, kann auch als ein Versuch gedeutet werden, den guten Namen seines Vaters weiter aufrecht zu erhalten. Das Referat von Herrn Böhmerburg hat meine Frage beantwortet, ob wir eine Geschichte von Decius in Lodz schreiben können. Die Historisierung von Karl Decius ist mit Feingefühl für die vorhandenen Quellen durchaus möglich. Da wir bestimmt viel Gesprächsstoff für das Publikum geliefert haben, komme ich mit meinem Kommentar jetzt zum Schluss. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Chu, für diesen Kommentar. Und damit ist die Diskussion eröffnet. Sie können sich entweder per Handzeichen unten am Bildschirm in der Mitte rechts oder Sie können Ihre Frage in den Chat schreiben und ich werde sie dann an die Referenten weiterleiten. Ich sehe bisher noch keine Kommentare und auch keine Fragen und offensichtlich auch noch kein Handzeichen. Ich frage noch meine Kollegin nach, die Facebook verfolgt, ob es dort vielleicht Fragen gibt. Ja, Markus Kschoska fragt, kann die Technik bitte Markus Kschoska freischalten? Sebastian, kannst du Markus freischalten? Müsst du jetzt sprechen können. Kann man mich hören? Ja. Gut. Ja, ganz herzlichen Dank an euch beide, sowohl an Hans-Jürgen als auch an Vincent für diese historische Einordnung, die in gewisser Weise auch eine Neueinordnung darstellt, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das ist wichtig, auch um das spätere Wirken von Karl Decius zu verstehen. Ich will aber mich nicht mit einem Co-Referat aufhalten, sondern habe zwei konkrete Punkte. Der erste ist, müsste man nicht auch generell die Zeit von Karl Decius in der Wehrmacht als einen Teil seiner Deutschwerdung, in Anführungszeichen, das Kameradschaftserlebnis von Stalingrad und eventuell auch im Lager, im Gulag, als einen Punkt dieser späteren Identifizierung sehen? Und die zweite Frage ist, gibt es eigentlich Untersuchungen zum Verhältnis des deutschen Gymnasiums und der polnischen Gymnasien in der Zwischenkriegszeit? Hans-Jürgen hat schon angedeutet, dass es eben diese Konflikte gab, bis hin zu so Straßenkämpfen, ist vielleicht zu viel gesagt, aber Konflikten, die unter Jugendlichen ausgetragen wurden. Aber wie war das offizielle Verhältnis zwischen diesen Schulen? Kann man dazu was sagen? Dankeschön. Ja, Hans-Jürgen, du vielleicht zuerst. Ja, gerne. Danke für die Fragen. Also ganz sicher, also man müsste sicherlich noch viel stärker, als ich das habe machen können, auf diese Frage Kameradschaftserlebnis im Zweiten Weltkrieg eingehen. Das ist nur, also ich kenne keine Texte von Decius, wo er sich dort breiter zu äußert, aber vielleicht weiß Herr Schubers, wäre aber sicher ein Punkt, den man erheblich mit berücksichtigen müsste. Zur zweiten Frage kann ich vielleicht ein bisschen mehr sagen. Also die Schulgeschichte von Lodz ist ein ganz spannendes Thema, ist aber nicht wirklich gut aufgearbeitet für die Zwischenkriegszeit. Am besten ist tatsächlich die Geschichte des Lodzer Deutschen Gymnasiums aufgearbeitet, wo es ja zwischen den 1950er und den 1980er Jahren drei Publikationen zu dem Thema gibt. Insgesamt muss man sagen, dass die Beziehungen freundschaftlich waren, offiziell freundschaftlich. Also es gab gemeinsame Wettbewerbe, Sportveranstaltungen und so weiter. Also man muss ja auch klar sagen, die Schulen, über die wir reden, das waren elitäre Gymnasien. Also das Lodzer Deutsche Gymnasium war wirklich ein Gymnasium, auf dem der deutsche Mittelstand, teilweise auch die deutsche Oberschicht ging. Das kostete relativ viel Schulgeld. Decius beschreibt das in seinen Erinnerungen. Auch das Jeromski-Gymnasium war eines der teuersten Gymnasien überhaupt in der Stadt. Da waren die Unternehmerssöhne. Also Herr Scheibler und Herr Grohmann
waren ja beide auch auf der Schule. Scheibler wird von Dedecius auch in den Erinnerungen erwähnt. Grohmann war nur ein Jahr jünger, der ja lange gelebt hat und der auch darüber häufiger geschrieben hat. Also auf der einen Seite, glaube ich, freundschaftliche Beziehung, aber untergründig Rivalität. Schuluniformen spielen da meiner Meinung nach eine erhebliche Rolle. Auch die Kleidung dieser Jugendverbände. Also es gibt eine deutsche Jugendbewegung in Lodz in den 1930er Jahren, die erst völkisch ist und später nationalsozialistisch wird. Und die ziehen mit Trommeln und in entsprechenden Dress durch Lodz und die Umgebung. Also man muss schon von Konflikten in den späten 1930er Jahren auf jeden Fall ausgehen. Spannendes Thema. Danke. Ja, ich würde nur dazu fügen, so zu dieser zweiten Frage, dass, ja, ich glaube, so in seiner Autobiografie hat Dedecius das nicht erwähnt, aber in einem anderen Interview hat er irgendwann gesagt, dass das Lodzer Deutsche hat zweimal so viel gekostet als das Polnische. Und ich weiß nicht, ob das ein, das schien ein Grund zu sein, dass sein Vater auch ihn auf das polnische Gymnasium geschickt hatte, so nach einem Interview. Zu seinem Erlebnis oder zu seinen Erfahrungen in der Wehrmacht, es gibt so einen Artikel, das so viermal in den 90er Jahren publiziert worden ist, es hieß einfach Stalingrad. Und das wurde so, es gab zwei deutsche Versionen, auch dann zwei polnische Versionen und dann auch ein Manuskript im Karl Dedecius Archiv. Und dort sagt der Dedecius immer, ja, ich habe keine, mein Gedächtnis ist, ich habe kein Gedächtnis. Es ist für ihn unmöglich, an seine Zeit in der Wehrmacht zu erinnern. Und ich glaube, ja, er sagt, ja, er will nur ungern über seine Zeit in der Wehrmacht reden, aber so in aber das steht im Gegensatz zu seinen Erinnerungen, zu seiner vielleicht Wunschvorstellung von der Heimatfront. Und das kommt klarer in seiner Autobiografie vor. Was er in der Autobiografie zur Wehrmacht sagt, ist eigentlich, dass er war nicht sehr soldatisch, er war eigentlich ein Unsoldat sozusagen in der Wehrmacht. Aber er blieb ein guter Deutscher. Das war immer so, sie wollten gute Germanen haben in der Wehrmacht, aber die meisten Volksdeutschen in der Wehrmacht, die er kannte, blieben schlechte Germanen, aber gute Deutsche. Und er macht immer diesen Unterschied. Und er hatte immer dieses schwierige Verhältnis zu Volksdeutschen und Reichsdeutschen, dass irgendwie die Volksdeutschen die besseren Deutschen waren. Aber ich höre auf jetzt. Ja, vielen Dank. Jetzt hat sich Professor Sauerland gemeldet. Bitte die Technik, Herrn Sauerland freizuschalten. Hört man mich? Man hört Sie. Ich möchte darauf hinweisen, dass das Gedicht von Valenčík in Deutschland sehr enthusiastisch aufgenommen wurde. Und nach meiner Meinung hat Dedecius mit diesem Gedicht sozusagen auch eine Karrierechance wahrgenommen. Und das Zweite ist, dass das Russische seine Tätigkeit etwas überlagert. Seine ersten Versuche in der Bundesrepublik waren, dass er aus dem Russischen übersetzen kann. Und er hat mit Mehnert unter anderem Kontakt aufgenommen. Dieses Russische ist bei ihm, nach meiner Meinung, ständig anwesend. So viel. Ja, vielen Dank, Herr Sauerland. Da passt vielleicht dazu jetzt die Frage von Rafa Schütinjec. Ich lese sie vor, er hat sie auf Zoom gestellt. Welche Rolle spielten im Kontext der beiden Vorträge
die ersten Übersetzungen aus dem Russischen und seinen Aufenthalt in der DDR. Könnten Sie das näher beleuchten? Ja, ich kann ja vielleicht den Anfang machen und Herr Chu dann gleich ergänzen. Also ich glaube, dass Dedicius als Übersetzer aus dem Russischen müsste man stärker mit einbeziehen. Er hat ja dann später auch ohne jede Frage dann als Übersetzer aus dem Polnischen vor allem gewirkt. Aber diese Tatsache, dass er doch als Übersetzer aus dem Russischen debütiert, müsste man immer mit berücksichtigen. Er hat da Übersetzungspraxis auch gewonnen, das muss man sicher berücksichtigen. Und er hat auch später, Zeit seines Lebens, ja immer weiter sich für russische Literatur interessiert, hat auch ab und an noch diese auch Übersetzung aus dem Russischen noch vorgelegt. Also das fände ich schon einen wichtigen Punkt, dass man ihn nicht ausschließlich als Übersetzer aus dem Polnischen wahrnehme. Das fände ich, müsste stärker berücksichtigt werden. Herr Sauerland, Walenschik ist völlig richtig. Das ist ja ganz interessant. Das ist ja ein junger, damals vielversprechender polnischer Lyriker, der aus Lodz kommt, der aber dann später einen extremen beruflichen Knick erlebt und dann nur noch als Redakteur der Odgłosy, das ist eigentlich die regionale Lodzer Kulturzeitung, dann wirkt, also keine große Karriere macht. Aber dieses Gedicht ist wirklich auch in Deutschland breit rezipiert worden. Wie gesagt, also meiner Meinung nach verändert Dedicius etwas den Sinn des Gedichtes durch seine Übersetzung. Das deutsche Gedicht ist viel stärker auf Verständigung und Versöhnung angelegt als das polnische Original. Aber das entspricht meiner Meinung nach auch der Vision, die Dedicius für sich selbst in den 1950er Jahren entworfen hat. Kriegskameraden, das tauchte auch noch hier im Chat auf. Gibt es nichts von Kriegskameraden über Dedicius? Das weiß ich nicht. Herr Chu, vielleicht können Sie dazu was sagen. Also mir ist gar nichts bekannt. Ist ja eigentlich erstaunlich, denn Dedicius ist ja doch in den 80er, 90ern bekannt geworden. Da lebten ja noch ein paar Stalingrad-Kämpfer. Danke. Ja, jetzt gibt es noch eine Frage von Markus Eberharter. Er fragt, gibt es von Dedicius konkrete Aussagen zum Holocaust? Gibt es Dokumente zu seiner Haltung hierzu in der Zeit 1939 bis 1945? Herr Chu, Hans-Jürgen, könnt ihr mir dazu sagen? Vielleicht sage ich kurz etwas. Dass Dedicius, so in seiner Autobiografie sagte er sehr, sehr wenig. Am Anfang, ja, als das Ghetto so abgeriegelt wurde, hat er gesagt, ja, es gab schreckliche Szenen da, und er wollte nur weg. Und ich würde sagen, so im Allgemeinen hat er ein sehr kompliziertes Verhältnis zu Juden überhaupt. Und das irgendwie oft passen sie nicht rein in seinem Weltbild, so von deutschen Polen, dass irgendwie Juden, jüdische Bekannte, hat auch dann Juden auch so übersetzt. Aber trotzdem, ich glaube, dass ich meine, so allgemein so Juden passen so auch nicht zu dieser so Versöhnung zwischen Deutschland und Polen einerseits. Und dann zweitens, ja, es ist schwer zu sagen, was er während des Zweiten Weltkriegs gesehen hat. Und er sagt sehr wenig dazu. Nur eine Satzergänzung, das ist nicht untypisch. Auch die polnischen Eliten in Lodz der 1930er, ich habe bewusst Groman zitiert, Jerzy Groman, der sich ja als Vertreter der polnischen Eliten auch immer gesehen hat von Lodz, auch der sagt, keine Kontakte mit Juden in den 1930er Jahren, nur geschäftlich. Und das würde ich für Dedicius auch annehmen. Er äußert sich in seinen Erinnerungen oder eigentlich nur darüber, dass man bei Treffen mit Schulkameraden in den 1980er, 90er Jahren, die jüdischen Schulkameraden nicht anwesend waren, aber dass man daran auch nicht besonders angeknüpft habe. 1980er, 1990er Jahre. Danke. Ja, ich habe fälschlicherweise diese Frage Markus Eberharter zugeordnet. Es war eine Frage von Konrad Witt, aber Markus Eberharter hat sich
zu Wort gemeldet und bitte ihn kurz freizuschalten. Ja, kann man mich hören jetzt? Ja. Vielen Dank für die, Entschuldigung, das war, ich wollte da nicht jemand die Frage wegnehmen. Danke für die beiden Referate, die ich wirklich mit großem Interesse gehört habe, weil ich Vormittag auch mit anderen Leuten über Dedecius und seine Übersetzerbiografie gesprochen habe. Und wenn ich beide Referate richtig verstanden habe, dann gibt es eben oft so Leerstellen oder auch so Unstimmigkeiten zwischen dem, was Dedecius schreibt und was man vielleicht vermuten könnte. Und das ist natürlich das Recht der Autobiografie, nicht? Weil Autobiografien schreibt man, warum, um eben genau solche Sachen zu klären. Und meine Frage wäre konkret an beide Referenten. Wir haben bei Dedecius die Situation, dass er sehr viel über sich geschrieben hat und er hat auch ein ganzes Archiv hinterlassen, das man eben als Forscher bearbeiten kann. Wie wäre es Ihrer Meinung nach möglich, dass man bestimmte Sachen eben ergänzt oder dass man bestimmte Sachen, sagen wir mal, nochmal in einem anderen Licht beschreibt? Müsste man dann neue Materialien finden? Oder reicht auch eine kritische Lektüre? Also es geht natürlich nicht darum, jetzt hier alles in Frage zu stellen, das ist ganz klar, aber natürlich bei bestimmten Dingen einfach mehr zu wissen. Wie müsste man da philologisch, historisch vorgehen? Vielen Dank. Ja, wer will antworten? Ja, ich kann gerne eine Antwort versuchen. Also es gibt ja das umfangreiche Dedecius-Archiv in Zwobice bei Frankfurt, oder ich glaube, da man müsste dort wirklich noch mal schauen, was es dort gibt. Aber zweitens würde ich doch dafür plädieren, auch in dem Sinne, was Herr Chu gesagt hat, ihn als einen normalen Lotzer wahrzunehmen und ihn mit anderen polnischen und deutschen Lotzer-Stimmen zu konfrontieren. Es ist sehr wenig übrigens darüber bekannt, wie denn Dedecius im Milieu der Lotzer-Vertriebenen in den 50er, 60er, 70er Jahren agiert hat. Er war ja durchaus auf Vertriebenen-Treffen, etwa Treffen des Lotzer-Gymnasiums immer dabei. Seine Frau kam ja von dort. Er hat auch zusammen mit vertriebenen Funktionären auch Vorträge gehalten, an Tagungen teilgenommen. Also das müsste man meiner Meinung nach dringend erforschen. Zweiter Punkt, weil die Frage auch im Chat kam, mit dem Mörder seines Vaters. Warum hat er das nicht zu Lebzeiten geäußert? Also meine Theorie dahinter wäre die, dass das natürlich auch sein Verhältnis zu der Stadt Lodz ein Stück weit belasten könnte, wenn der Mörder nun kein rachsüchtiger sowjetischer Soldat oder jemand aus den Unterschichten gewesen ist, sondern ein normaler Nachbar, also der gewöhnliche Nachbar. Das zeigt natürlich auch die Probleme deutsch-polnischer Nachbarschaft im Zweiten Weltkrieg in Litzmannstadt, wo ja bekannt ist, viele deutsche Nachbarn haben polnische Nachbarn denunziert, enteignet, rausgeworfen und umgekehrt nach 1945 kam dafür dann auch die Vergeltung oder Rache. Das ist ein sehr trauriges Kapitel. Darüber will man vielleicht nicht gern sprechen. Danke. Ja, ich kann. Es gibt viele Archive, die auch so zum Teil so Informationen zu Dedecius haben. So auch im IPN zum Beispiel in Polen, in Lodz. Und auch, ja. Ich werde auch versuchen, so beim Militärarchiv in Freiburg, das ist auch mein Ziel dieses Jahr. Und was, also man muss versuchen, so rumzusuchen, aber auch, wie Herr Böhmenburg das gesagt hat, so dann seine Aussagen so mit den Erfahrungen von so anderen sogenannten Volksdeutschen zu vergleichen. Und das ist auch der Grund, wieso ich. Ja, es gibt auch vielleicht diese Vermutung, dass sein Vater früher gestorben ist. Das war so, wie gesagt, so, das erscheint in Czarodziejs in Darmstadt von Krzysztof Kuczynski. Und auch dann, dass es ist mit vielen Kripo-Angestellten, volksdeutschen Kripo-Angestellten passiert, dass viele wurden ermordet oder so haben Selbstmord begangen. Und das, ja. Das ist wieder dieser Vergleich. Ist der Vater von Dedecius, ist Gustav Dedecius dann irgendwie
was anders als die anderen Volksdeutschen, die auch in der Kripo gedient hatten. So, wir wissen das nicht. Ich sage nur, wieso gibt es diese, ich frage danach, wieso es diese Ungereimtheiten in seinen Aussagen gegeben hat. Ja, vielen Dank. Es gibt jetzt keine Fragen mehr, nur von, wenn ich es richtig sehe, Hans Henning Hahn, die Anregung, die gesamte IBN-Überlieferung zu sichten. Ich danke beiden Referenten sehr herzlich, danke auch allen Fragestellern und wir kommen zu unserem nächsten Thema, Karl de Decius und Darmstadt.